übernimmt sofort Spirit, beste Führung an der Außenseite. Wing Summerland, der hier gut abgekommen ist, und auch Shitan Kasei rückt jetzt hier bereits besser auf. Die 2, das Rot, die 2. Sinus Wisch wurde bereits am Start disqualifiziert. Und Spiribes hat hier weiterhin die Führung. Sehr, sehr flottes Reiten hier. Also die Damen lassen hier nichts aus. Und das kleine Feld schiebt sich jetzt immer dichter hier zusammen. Das geht bereits in den Traunsteiner Hofbräuhausbogen hinein. Vorne hat sich jetzt ein Führungswechsel angebahnt. Wladimir führt jetzt hier das Feld an, kommt hier mit der Führung erstmals auf die Tribünen gerade. Alles gut geordnet, meine Damen und Herren, geht es hier an den Tribünen vorbei. Weiterhin eine sehr flotte Fahrt. Wing Summerland mit der Führung, dahinter dann Spirit Bess, außen Bruce Patrick HS, und in dritter bzw. in vierter Spur wird jetzt hier Wladimir eingesetzt. Vorne aber Wing Summerland, der sucht sein Heil auf der Flucht. Wing Summerland, 4, 5, 6 Längen jetzt hier vorne. Es geht letztmals auf gegenüber. Wing Summerland mit der deutlichen Führung. Da kommt Wladimir, versucht jetzt hier den Abstand zu verkürzen. Spirit Best kann hier nicht mehr ganz mithalten. Shitan Kasei, der dritte Kandidat, der jetzt hier vorne auftaucht. Und so geht es hier bereits in den Schlussbogen hinein. Aber Wing Summerland immer noch mit der deutlichen Führung. Wladimir kommt nicht zur rechten Ehe. Shitan Kasei an der Außenseite versucht hier um den zweiten Platz jetzt zu kämpfen. Aber vorne Wing Summerland kommt hier mit der deutlichen Führung in den Zieleinlauf. Wing Summerland ist hier vorne. Wladimir und die 5 ist rot, die 5 rot. Jetzt hier besser auf vorne, Wing Summerland. Ganz harter Kampf, jetzt wird es nochmal eng zum Schluss, aber Wing Summerland rettet sich hier wahrscheinlich ins Ziel vor Shitan Kasei oder Wladimir. Da wird der Zielrichter das letzte Wort sprechen, aber der Sieger in dieser Prüfung wird voraussichtlich Wing Summerland sein. Sie wissen, meine Damen und Herren, die Pferde kommen jetzt mit ihren Reiten.